Und damit willkommen zurück auf der Bohrinsel. Ja, wir haben es ja bis zu ihr hier hingeschafft und ja, wir können da aus Gründen nicht zu ihr rein und ein Kollege von uns ist da wohl unten als Monster. Ja, wir müssen da durch. Das wird super. Okay. Jetzt mach keinen Scheiß. Oh. Fuck. Davon mache ich mal ganz kurz ein Foto. Es sieht aus wie Fleisch. Was irgendwie was nach oben pumpt. Okay. Okay, Gott sei Dank. Warum genau zu den Wohnräumen zurück? Warum bin ich hier rauf? Was ist mit meiner Sicht los? Sicherung? Wieso bin ich nach hier oben? Okay. Okay. Alles furchtbar werden. Bin überhaupt nicht angespannt. Wieso kann ich nicht einfach nur Zugvideos machen? Na, werde ich jetzt Besuch kriegen? Alla! Geh noch da oben. Will ich es probieren, ob die. Okay, weiter nach oben. Na, Barbora, warum machst du das? Es wird nach unten fliegen, oder? Und dann kommt irgendwas. Oder auch nicht. Water Tanks. Ja, gut. Noch mehr. Ich soll mich also verstecken. Kommt jemand?
Jetzt voll uncool, dass das eine Funktion ist. Dass ich nach hinten schauen kann. Wenn ich nach hinten schauen. Okay, schnell weg hier. Schnell, schnell weg. Ich hoffe, die können nicht klettern. So eine Scheiße. Hier dann wohl nicht lang. Warum? hallo? Muss ich wirklich da runter? Holy shit! Das ist schon wieder so ein Bereich da. Sorry, bin ich gerade nicht so viel rede. Ich bin doch gerade etwas nervös. Ach, stopp fast. Ich will gerne irgendwo hin, wo es ein bisschen heller ist. Oh, danke schön. Okay, da geht's nicht weiter. Jesus. Ja, danke. Aber vermutlich wird's nicht viel besser. Das war jetzt nur. Einmal zum Aufwärmen. Okay. I need to get warm. Habe ich ein Herz gekommen auf, wenn dir kalt ist? God, stop. Shit. Fuck. Stop thinking about it. Just stop thinking about it. Moment, jedes Mal, wenn wir nass werden, müssen wir uns dann aufkühlen? Aufkühlen, aufwärmen. I guess, das passt jetzt. Wir haben kein Interface, was ich jetzt per se auch nicht so schlecht finde. Is anyone here? Hello? If there's anybody here, fucking say something! I'm going to book. Du hast schon wieder das komische rote Zeugs.
Okay. Da ist locked. That's one open. No chance. Okay, nichts zum Verstecken. Ah, oh Mann, das Ding ist ein einziger Schrotthaufen. Ja, noch mehr von dem Roten. Dann machen wir da was. Will ich da rein? Trotz, is that you? I can't hear you, man. Open the door. Trotz, the door's blocked. I can't get to you. What's up, wee man? You hurt? Jesus Christ. Jesus, Trotz! Trotz! Okay. Oh, die Tür da hinten ist offen. Alter. Wie kann in so kurzer Zeit so viel Scheiße hier abgehen? Die Freiheit wäre da draußen. Aber gut, wir werden nicht überleben, wenn wir da reingehen. Wir brechen ein Boot. Hallo? Will ich wissen, was da Bloody hell, fire! Was, du arbeitest hier ganz normal? Quick, thank God you're alright. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who's dead? How? Douglas. Trotz, I think. I don't know, it's this thing. I think it's doing something to people. I don't know what to believe, you know what I mean? I do, I really do. I saw something out on the deck. I didn't stay to look, it just scared the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. What, without Rennick say so? Roy, did you hear Rennick? What, you think we're getting evacuated? He'd want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking sea. Right. The lifeboats, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path, and once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Getting some extra prayers in. We're going to need them. Kaz, you won't leave me. It's bloody terrifying out there. I'm not leaving you, Pat. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you've got all the food in here for a start. Listen. Get your man upstairs on the case. And I'll see you soon, right? Warum gehen wir nicht gemeinsam? Das macht doch viel mehr Sinn, dass wir ganz kurz umsehen. Ist da vielleicht irgendwas Gutes? Nö. Ganz ehrlich, das ist eine dreckige Küche. Oh, ich komme wieder zurück. Ist immer noch der gleiche Braten. der wäre offen. Geh erstmal hier lang. Ja, wow, das hat es ja vollgebracht. What the? Okay, Foto. Okay, da mal schnell durch. Lecker. Jesus. Mit Gesichtern. Was zum? Jesus. Heat. Ja, müssen wir wohl.
Naja, dann da lang. Also, wenn es sich anhört, haben wir da den nächsten Freund da drin. Oh. Als Ablenkung? Ich lasse es erstmal da. Hallo? Anybody in here? Here is the shipping forecast for the next 24 hours. Viking southwesterly, very westerly. Das ist ein Spinde, aber für was? Oh, shit! Was zum... Okay. Gut, da glaube ich, gehe ich mal nicht rein. Ich muss da reingehen. Oder auch nicht. Ob es draußen besser ist, ich mag es zu bezweifeln. Was soll schon schief gehen? Shit! Oh, 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 oh. Ich mach die Tür nicht auf. Sag mal, das gibt's doch nicht. Alter, der Typ hat echt ein Problem. Jo, wie sollen wir in das Boot da reinkommen? Oh, come on! Ey, ich hasse Quicktime-Events. Oh, da ist noch eins. Halte nach einem Sprung, es geht um mich an etwas zu klammern. Okay. Christ! Okay. Jesus Christ. Ach so. Ja, macht Sinn. Fuck. Ey, was, warum gehst du auch nicht normal runter? Ach. You're joking me. Jetzt kann man das nicht noch irgendwie retten. Na gut, das sieht gut aus. Na, that's no way. Warum nicht? Bereite das Rettungsboot vor. Was genau ist von mir? Was steht denn hier? Remove safety pins from both arm cradles. Und dann engage brake lever das Swingboat into boarding position. Safe für die Dinger. Wieder? Halt! Ach komm jetzt. Okay, das war Nummer 1 und einmal Nummer 2. Right. Now the lever. Get it into position.
nearly out of this. Ich wette, du stürzt ab. Wenn hier eh alles schon so im Arsch ist. Ja, genau. No! That's just brilliant. Ja, aber da hinten hätten wir ja noch das da hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich wieder zu den Wohnbereichen will. Da war es ein bisschen abgefuckt. Rennick. It's me, Kaz. McCleary, what the fuck are you doing to my lifeboat? It's gone. It's just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Rennick. You built this fucking thing, not me. Who's with you? Roy's in the canteen. Finlay and Brody are alive. Listen to me, McCleary. Get your ass up to the chopper pad. Bring anyone else you can find too. And whatever you do, don't touch this stuff all over the bearer. I can't get back out. There's a safety door. The railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Just concentrate on getting to the pad. Don't worry about me. You see, Rennick? What? Well, does this mean we're okay, like? No hard feelings? Get to fuck, McCleary. And when you get back, fuck off again. I'd be happy to see you drown, but I'm not having your death on my fucking record. Go on yourself, you old. Fort. Helipad, das heißt, die Crew ist noch da und der Helikopter ist nicht im Arsch. Okay. Cheap bastard. Ja, gut, dann ab zum Helipad. Der Weg war ja eigentlich nicht so weit, aber da hat es auch nicht gebrannt. Such mal Feuerlöschern. Ah, ja, gut. Ah, jetzt muss ich wieder an die Liquidatoren denken. Gut, aber hier funktioniert das Feuerlöschen ein bisschen besser. Wo ist die noch? Ich lasse ihn noch mal dabei. Ja, okay, ich glaube, es ist gut. Alter. Kaz, Hannes, what's going on? Jesus, I need help. I don't know what to do again. What was that? Christ, someone's happening to me. Oh, no! Hannes! Hannes! Fuck. Ja, das Zeug nicht anfassen und auch nicht lange in der Nähe bleiben. So, wieder mal nach oben. Dankeschön. Gut. Nee, ich glaube, das wäre für mich nichts. Auf einer Bohrinsel zu arbeiten. Also mal anschauen, glaube ich, würde es mir schon. Aber arbeiten könnte ich mir jetzt, glaube ich, nicht so vorstellen. So wie die wir hier mitgreifen und verschieben. Was ist da? Okay. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Was haben wir denn hier Schönes? A Bandbag is a week bag. Oh, was für eine schräge Zeichnung. Okay, wie immer. Ja, gut. Ah. Die Party, was auch immer das da ist. Das ist wieder der Putzraum. Okay. Ja.
Bin ich da rein? Na, wir gehen nach da oben. Okay. Was für ein Schrotthaufen. Brech mal durch. This stuff is taking over. Christ. Don't fucking fall. Don't fucking fall. Sehr gut. Also eins dieser Monster. Was machst du da? Ja, viel Spaß noch. Woher nehmen die eigentlich immer die Ideen für so einen Blödsinn? Oh nein, ich muss da rein. Oh fuck. Is that Trotz? Jesus Christ. Tschüss. Was soll ich jetzt hier machen? Ich habe irgendwie Schiss, da nach vorne zu gehen. Was mache ich denn jetzt? What the fuck? Was soll ich denn machen? Ich muss hier weg. Fucking move it! Fuck, 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 fuck. Lauf, 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 lauf. Jesus Christ. Okay. Und da. You're right. Jesus, you look terrible. Do not go down those fucking stairs. What the hell is going on? Trotz. I think it was Trotz. No, it's just fucking horrible, whatever it is. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats? Yeah. Fuck knows if they ever work, but they definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Rennick about it while I was out there. How did that go? Badly. The cunt still reckons we should get to the bird. You think? You got a better idea? Kaz, mate, I'm not gonna make it over the deck. I'm not feeling so good, pal. I think I need my insulin. What? You're fucking kidding, Roy. Now? Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. Bloody Fit and Healthy. I tell you what, I'll have a little chat with my pancreas, shall I, and tell it to pull its socks up. Right, all right, fuck's sake. Could you not just eat some fucking jam or something? Oh, bloody hell, the man's a medical genius. I'll get on the blower to Dr. fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point of your cunt.
You think you can manage to get to your cabin? You've some in there, aye? I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesn't try leaving without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen, when you get to the chopper, tell Archie to radio in the support ship. We need all the fucking help we can get, Kaz. All right, big man, all right. Just be careful, okay? My girls need their godfather in one piece. Gut, dass er wenigstens etwas Sinnvolles macht, ja? Holt sich das selber. Vermutlich geht er bald drauf. Aber okay, was sollen wir jetzt machen? Geht zurück hinaus aufs Deck. Ich glaube, da ist es etwas sicherer, I guess, als wir hier drin. Ich meine, so groß ist diese Bohrinsel ja gar nicht. Seine Scheiße immer eskalieren muss. Gut, alles wie immer. Ja. Oh. Okay. Alles am Arsch. Und so wie es anhört, haben wir hier draußen auch Kollegen. No, locked. I don't like the sound of that. Whatever it is. Ah, ich glaube, wir werden es bald herausfinden, was das ist. Get across to the bird. By Christ, I can barely see the lift to get there with this fog. Ich habe keinen Bock auf das. Warum mache ich das jedes Mal? All personnel, this is an evacuation order. Ach so. That means get to the helipad now. It's your responsibility to get there and we will be leaving with or without you. So move it. That bastard thinks he can fucking leave us. Ja, mich wundert sehr, dass er das nicht schon gemacht hat. Ja, der Helikopter läuft sogar. Jo, also ich würde sagen, da gehen wir mal nicht durch. Was machst du? Ach so, Strom aus. Warte mal, müssen wir da nicht am Epizentrum vorbeigehen? Da hinten beim Bohrer? Hm, gibt's keinen anderen Weg? Fuck! Ui, ja. Ach, Sunil. What the fuck happened here? Kommt das jetzt zu mir? Kann ich sie hier sehen? Oh, da hinten. Holy shit, ist das Ding groß. Komm ich da nicht durch? Ach so, Moment mal. No, no, no! Help me! Jesus! Dobby! Was zum? Christ almighty! No more leaving! So eine Scheiße. Jesus, Ennis! What are you doing up there? That thing will see you. That thing? It's Mule, Kaz.
It's fucking Muir. Komm hier runter. Jesus. Christ. Komm jetzt hier runter. Listen, we have to get to the helipad, all right? I tried talking to him, but he came for me. Like, he didn't care me at all. It's no him anymore, Innes. There's nothing we can do but leave. Save who we can. You're right. The only way up is the crew lift. He won't let anyone leave. Then we need to get past him. All right. I'll see you there. But then he'd be a hero if he hears me, all right? And then don't let him hear you. See you at the lift. Okay. Holy shit. Oh, der kann da. Kriegst du mich runter? Nee. Jesus. Ist das so ein. Oh shit, da hat's wieder dieses komische Bio-Zeugs hier. Okay. What the fuck? Mal kurz Foto machen. Es pumpt irgendwas in ihn da rein. Alter, was muss man hier für Albträume haben? Du bist das Vieh. Oh, ich sollte nicht so nah ran. Na, kann ich es wagen oder kommt er wieder? Er ist da hinten. Holy shit. Okay. So weit, so gut. Okay, er ist da vorne. Gut. Alter. Knapp. Wo ist er? Wo muss ich als nächstes hin? Naja, kommt schon wieder. Naja, ich weiß nicht, inwiefern man dir noch helfen kann. Okay. Das war ja klar, dass wir da nicht einfach so rübergehen können. Jesus. Aber denkst du nicht, dass der Aufzug ein bisschen laut ist? Gibt's doch keine Treppe? Shit, der nächste Kollege. Oh no. Sackgasse. Wo bist du? Kommst du nochmal her? Poor bastard. Da hinten. Einfach schön leise bleiben. Yeah.
Du hast nichts gesehen. Holy shit. Oh, das ist unser Freund hier. Guys. Fuck Christ. You alright? Can you get out? No. Muir was coming at me. I just froze. I didn't get how I got myself in here, but the cargo hoist came down and we're right crabs in a creel now. Are those the hoist controls behind the fence? Maybe I can shift it. All right. You're a good lad, Kaz. Oh, er läuft wieder rum. Na? Bist du wieder? Da ist er. Aber es hat schon was. Okay, gut, hab's geschafft. Oh Scheiße, der ist wieder frei. Gut. War ja klar. Nach unten? Nee, sag mir nicht, ich hätte da was zuerst frei machen müssen. Handbuch. Moin. Wieso kannst du nicht fahren? Hol den ersten Aufzug nach oben. Was willst du von mir haben? Problem? I just need help. Okay. Scheiße, was mache ich jetzt mit dem beschissenen Lastenaufzug? Na, that's no way. Ah. Machst du jetzt meinen Aufzug kaputt? Nee. Okay, er ist oben. Schnell. Oh, Gott sei Dank. Scheiße. Shit. Aber hundertprozentig geht irgendwas mit dem Helikopter schief. Das war jetzt viel zu einfach. Fucking things. Das ist auch alles viel zu schön, um wahr zu sein. Stromprobleme. Oder wetten, dass er da unten irgendwie dann raufkriecht? Like hell we shoot. You shot them. They're gone. Get a move on. RJ! Renick! We have to give them more time. You told them to come. What I told them is that we are leaving. And we are leaving. Now. Nein. Alter, wenn du jetzt abhaust.
can't fucking die here. Was macht der Heli da hinten? Fuck. Come on! Come back! Hey! Rache ist doch süß. War einer infiziert oder wollte er nochmal zurückfliegen und er hat doch gesagt, nee, ist nicht. You two together, the two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize Committee will be warming up their checkbooks already. You seriously think if you leave the country, this will all just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, you're not doing your best. What do you know about oil rigs, you roaster? Good with the lecky. Terrace houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit, and then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking Skunner, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. You hear me? Don't say that. I'm here. Suze. Fucking hell. I'm losing my mind. Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt hier erstmal die Episode beenden. Ja, gefällt mir bis jetzt ziemlich gut, das Spiel. Also, vom Pacing her passt's. Setting her auch, mal was anderes und die Monster sind irgendwie geil. Ich glaube, da werden wir noch viel, viel Schrägeres sehen. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.